Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet: Jeder Mensch, der dich anklagt, der dich herabsetzt, will nur eines von dir. Was ist das? Zuerst vielleicht ganz kurz vorab: Niemand, der bei sich ist, niemand, der sich selber mag, niemand, der ein eigenes, wahrhaftiges Leben führt, niemand, der sich selber respektiert, achtet, wertschätzt, niemand, der Integrität lebt, der selber Wahrheit lebt, setzt einen anderen herab, greift einen anderen an. Niemand. Punkt. Einen anderen herabsetzen, einen anderen angreifen, ist immer eine Eigenschaft einer menschlichen Identität, die im Verborgenen bleiben möchte, in der die meisten Menschen auf der Erde leben und die den meisten Menschen 100% unbewusst ist, von der die meisten Menschen nichts wissen. Sie wissen nicht, dass sie in dieser Identität ihr Leben verbringen, dass sie mit dieser Identität in ihnen selbst identifiziert sind. Diese Identität lebt das Leben grundsätzlich verkehrt herum und erzählt ja auch noch, dass das richtig rum ist. Sie lebt das Leben von außen nach innen. Das Verhalten der anderen ist verantwortlich dafür, wie es mir geht. Wenn andere meine Erwartungen erfüllen, mir das spiegeln in mir, das ich an mir selber mag, dann kann es mir gut gehen. Wenn andere meine Erwartungen nicht erfüllen, sich nicht so verhalten, wie ich es erwarte, mir nicht das spiegeln, was ich in mir selber mag, sondern das, was ich in mir selber verdränge, abspalte, unterdrücke, dann muss ich andere herabsetzen, anklagen, in den Krieg ziehen, im Grunde genommen den Spiegel vernichten oder den Spiegel bespucken, den Spiegel verändern, wie auch immer. Also, das Thema des heutigen Videos lautet ja noch immer: Jeder Mensch, der dich herabsetzt, der dich anklagt, will immer nur eines von dir. Ein Mensch setzt dich weder herab noch klagt dich an aus seinem liebevollen Erwachsenen, aus seinem bei sich selber sein, aus seinem seine Quelle für sich selber offen haben. Ein Mensch, der bei sich ist, der seine Quelle für sich selber offen hat, der ein eigenes wahrhaftiges Leben lebt, weiß, dass das Verhalten anderer nicht die Ursache dafür ist, wie es ihm selber geht, sondern dass das Verhalten anderer, wenn es ihm nicht gefällt, ihm das in ihm selber aufzeigt, dass er sich in sich selber weigert zu lieben, beziehungsweise möchte das Verhalten anderer, das den eigenen Werten widerspricht, die eigenen Werte missachtet, dass ein Mensch gesunde Grenzen setzt und Lebensfelder, in denen das Verhalten des anderen ihn immer und immer wieder schmerzt, verletzt, enge Gefühle fühlen lässt, diese Lebensräume verlässt, also sozusagen klare Grenzen setzt und woanders hingeht, da wo es ihm besser schmeckt. Wenn ein Mensch dich besonders beliebt und gerne immer und immer wieder getätigt in Virtualität, im Schutz von Virtualität, im Schutz von Anonymität, ganz, ganz mutig in Anführungsstrichen herabsetzt, angreift, verhöhnt, verspottet, vergleicht, möchte dieser Mensch unbewusst in seinem Ego identifiziert, denn wir wissen, dass das kein liebevoller Erwachsener tut. Ich kann einem anderen nicht antun, was ich nicht möchte, dass mir angetan wird. Ich kann mit einem anderen nicht umgehen, wie ich nicht möchte, dass mit mir umgegangen wird. Also wenn ein anderer Mensch dich verhöhnt, vergleicht, herabsetzt, anklagt, möchte dieser Mensch immer nur deine Energie, deine Reaktion. Er möchte, dass du in irgendeiner Weise reagierst. Deshalb ist die allergrößte Kunst, wenn Menschen dich, ob real oder virtuell, angreifen, herabsetzen, vergleichen, beschimpfen, verhöhnen, möchte das nicht deine Reaktion. Es möchte lediglich deine kristallklare Grenzsetzung, deinen Mut, Grenzen zu setzen, dich selber genug zu lieben, um solche Spiele nicht mitzuspielen und solchen Spielen keine Resonanz zu geben. Es möchte deine klare Grenzsetzung, es möchte dein
bei dir bleiben, es möchte dich die Kunst des Nichtreagierens lehren. Denn in dieser Zeit des Haltens deines eigenen Schmerzes, ob der Herabsetzung, des Vergleiches, des Spottes, des Hohnes eines anderen, in dieser Zeit, in der du nicht mehr wie üblich reagierst, sondern bei dir bleibst, findet Heilung im Turbomodus statt. Du beschützt nämlich deine eigenen Schattenängste, deine verwundeten Kinder, du bleibst bei dir und nimmst Einladung eines anderen zu Kampfkrieg, Drama nicht mehr an. Ein Mensch, der dich anklagt, herabsetzt, möchte immer nur deine Energie. Hier gibt es keine Gewinner. Es gibt keine Gewinner in Anklage und Herabsetzung. Existieren keine Gewinner. Der scheinbar sich wie der Verlierer fühlt, der also die Einladung zu Kampfkrieg, Drama nicht annimmt und bei sich bleibt, ist immer der Gewinner und lässt einen Krieg gar nicht erst stattfinden, bleibt bei sich. Also meine Bitte an dich, wenn dich jemand anklagt, vergleicht, herabsetzt, ob virtuell oder real, setze klare Grenzen und nimm Einladung zu Kampfkrieg, Drama recht haben wollen. Nimm Einladung zu Krieg anderer nicht an. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Wenn du Begleitung möchtest auf deinem Weg zurück zu dir, findest du mich auf meiner Website www.martinuhlemann.de. 15 Minuten eines gemeinsamen Gesprächs sind nach wie vor kostenfrei. In denen geht es um dich. Es gibt im Oktober eine Ausbildung zum Liebenden in Borgsdorf bei Berlin und im November eine Ausbildung zum Liebenden in der Nähe von Wiesbaden, in Schlangenbad im Sampona, und im Dezember eine Ausbildung zum Liebenden, die geht noch online im Allgäu in Hauerz, 50 Kilometer vom Bodensee entfernt. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Ich dachte, mein Hund ist da irgendwo. Tschüss.